Hallo und herzlich willkommen. Der erfolgreichste Börsenautor aller Zeiten im deutschsprachigen Raum heißt André Costolani. Es gibt viele bekannte Zitate von ihm. Leider wird eines von diesen Zitaten schon seit vielen Jahren von Anlegern völlig missverstanden. Deshalb möchte ich heute damit aufräumen. Es geht um das Zitat, vielleicht kennt ihr es auch schon, es ist ziemlich bekannt. Man sollte sich eine Reihe von Qualitätsaktien kaufen, dann Schlaftabletten nehmen, für einige Jahre schlafen und dann nach ein paar Jahren, wenn man wieder wach wird, überhaupt nichts von diesen Aktien mitbekommen hat, dann wird man eine angenehme Überraschung erleben, sprich, man hat eine gute Rendite gemacht. Jetzt komme ich mal dazu, was André Costolani damit wirklich sagen wollte. Weil, wie gesagt, Anleger haben das schon seit Jahren wirklich immer konsequent komplett falsch verstanden. Warum ich mir rausnehme, dass ich es richtig interpretiere, ist relativ einfach. Ich habe alle Bücher von ihm mindestens einmal gelesen, das waren insgesamt 13 Stück. Manche habe ich teilweise auch schon 3-4 Mal gelesen. Ich habe mir alle seine Interviews angeguckt. Von daher weiß ich, dass er es nicht so gemeint hat, wie die meisten Anleger denken. Costolani hat damit gemeint, wenn es kleinere Unwetter an der Börse gibt, dann soll man am Ball bleiben. Wenn es zum Beispiel einen Brexit gibt und die Kurse nach unten gehen. Wenn es eine Corona-Krise gibt und die Kurse nach unten gehen. Wenn ein Unternehmen schlechte Quartalzahlen liefert, dann darf man auf keinen Fall sich aus der Ruhe bringen lassen und verkaufen. Solange, und jetzt kommt es, die gesamte Story, die Philosophie dahinter, warum man die Aktie gekauft hat, die noch intakt ist. Solange diese Idee, den man beim Kauf hatte, noch intakt ist, darf man nicht verkaufen. Aber wenn man natürlich gemerkt hat, dass sich etwas fundamental geändert hat, es hat sich etwas Grundlegendes geändert, zum Beispiel wird das Unternehmen disruptiert. Bestes Beispiel ProSieben. 2008 war das natürlich eine super Idee, das Unternehmen nach dem Crash zu kaufen. Aber jetzt haben wir gerade einen Trend, den ProSieben verpasst hat, also natürlich nicht mehr kaufen. Und dann auch nicht einfach schön schlafen bleiben hier und die Aktie behalten. Nein, die muss aus dem Depot, das ist ja eigentlich ganz klar. Doch genauso wird es von Anlegern leider nicht verstanden. Ich erlebe es schon seit Jahren. Wenn es irgendeinen Crash gibt bei irgendeiner Aktie, wenn irgendwas komplett schief läuft, wenn das Unternehmen Betrug ausgeübt hat, wenn das Unternehmen disruptiert wird, dann steht in Kommentaren unter YouTube-Videos oder unter Blogs in den Kommentaren steht immer, André Costolani hat gesagt, immer schön schlafen, die Aktien behalten, nichts machen, die bleiben schön bei mir im Depot, der Costo hat es ja gesagt. Und das ist kompletter Unsinn. Das meinte Costolani auf gar keinen Fall, dass man sich schön die Aktien im Depot halten soll von einem Unternehmen, das gerade Betrug ausübt. Das war natürlich nicht seine Intention. Seine Intention war, dass viele Anleger das Problem haben, dass sie Aktien viel zu früh bei der kleinsten Unruhe, bei dem kleinsten fundamentalen Problem, was sich da liefert, sofort aus dem Depot werfen, obwohl die Gesamtidee, das Gesamtfundament der Gedanken, die man sich gemacht hat, eigentlich noch intakt ist. Das war seine Idee dahinter und das wird jetzt schon seit Jahren von Anlegern so ein bisschen dazu missbraucht, um Verliereraktien, um die Loseraktien, die man im Depot hat, auch schön weiterhin im Depot zu behalten. Ein weiteres gutes Beispiel ist Nikolas. Nikolas, da haben sich auch viele Leute gesagt, hey, das ist die Zukunft, was die da machen. Aber spätestens, nachdem jetzt rausgekommen ist, dass sie da in einem Werbefilmchen einen LKW den Berg haben runterfahren lassen, der nur gefahren ist, weil es halt eben den Berg runterging, da muss einem doch klar sein, hey, da läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Diese Aktie möchte ich nicht mehr in meinem Depot haben. Und da war ganz sicher nicht bei diesem Zitat gemeint, dass man diese Verliereraktien bei sich im Depot halten soll. Man soll natürlich Aktien mit Zukunft im Depot haben und auf keinen Fall eine Aktie haben, einfach nur, weil man die mal irgendwann gekauft hat. Der Kauf kann ja auch richtig gewesen sein, aber es kann sich halt eben etwas Fundamentales geändert haben. Wenn es einen neuen Trend gibt, den das Unternehmen verpasst hat, dann muss die aus dem Depot raus. Das sind alles Verliereraktien, die schön nach unten gehen und wo Leute nur noch aufgrund des Ankereffektes kaufen. Auch André Costolani, das wird jetzt gerne im Nachhinein so gesagt, war ein aktiver Anleger. Er war keinesfalls ein Anleger, der Buy and Die gemacht hat, wie Tim Schäfer das zum Beispiel praktiziert. Was jetzt auch kein Diss sein soll, ist auch völlig in Ordnung und läuft bei mir auch ganz gut. Aber das war nicht das, was André Costolani gesagt hat. Er hat auch, wenn bei Unternehmen etwas schlecht gelaufen ist, und zwar etwas fundamental Schlechtes gelaufen ist, etwas Grundlegendes, dann sind die bei ihm auch ratzfatz aus dem Depot geflogen. Das möchte ich euch einfach mal als Gedankenanschluss mitgeben, dass ihr die ganzen Verliereraktien, wo sich die grundlegende Idee vollkommen verändert hat, lass es eine Nikola sein, lass es eine ProSieben sein, dass ihr die endlich aus eurem Depot rausschmeißt,
weil mit denen werdet ihr wahrscheinlich nicht glücklich werden. Das ist mein Tipp für heute. Alle Verliereraktien aus dem Depot raus, damit kann man nichts mehr anfangen. Ich höre zwar oft immer wieder von Anlegern, ja, auch mit schlecht laufenden Unternehmen kann man Geld verdienen. Ich persönlich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ich persönlich habe noch nicht gesehen, dass man mit irgendeiner Aktie viel Geld verdienen konnte, wo das Unternehmen den Bach runtergegangen ist. Das habe ich noch nicht erlebt. Und genau diese Aktionäre, die an diesen Aktien festhalten, aufgrund des Ankereffektes unter anderem, die versuchen das noch mit diesem André Costolani-Zitat zu begründen, obwohl der gute Mann das überhaupt nicht gemeint hat. Deshalb meinen auch manche Leute jetzt heute schreiben zu müssen, die FAZ hat zum Beispiel so einen Artikel gebracht, dass seine Strategien nicht mehr funktionieren. Nein, ihr habt die Strategien einfach nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Autor hieß. Ich werde den Artikel hier gleich mal so kurz einblenden, zumindest die Überschrift. Ich glaube, dieser gute Mann hat einfach, also dieser Autor, hat die Bücher von ihm einfach nie richtig gelesen. Der ist einfach nur auf Wikipedia gegangen, hat sich 2, 3 Zitate angeguckt und das war's dann halt eben. Und so kann man natürlich keinen Artikel verfassen. Und genauso haben es halt leider auch viele Anleger mitgenommen. Deshalb noch ein großer Rat, den ich an euch habe. Lest euch mal ein André Costolani-Buch durch. Die André Costolani-Bücher waren die Bücher, die mir persönlich für die Börse am meisten mitgegeben haben. Besonders kann ich euch empfehlen, das ist meiner Meinung nach so das Beste, weil es auch sein letztes Buch war, da ist nochmal alles an Erfahrung, alles an 80-jähriger oder 90-jähriger Börsenerfahrung schön gebundelt. Das heißt, die Kunst über Geld nachzudenken. Das ist unten verlinkt. Also, schön runtergehen, das Buch bestellen, das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für andere. Für jedes Like, das ihr da lasst, spende ich 1 Cent für den Klimaschutz. Also lasst am besten auch noch ein Like da. Falls ihr mich und meinen kleinen Kanal hier unterstützen wollt, lasst dann noch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Es kommt bald eine TUI-Analyse, das könnte ziemlich interessant werden. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.